Nee, ist gut, wirklich. Ja, also Busse, die zur Uni fahren, sind ja auch irgendwie Umweltverschmutzung und der Weg generell ist halt irgendwie dann weg. Es ist schon schön. Ja, Papa, wirklich. Also Online-Studium ist halt dann alles ein bisschen kompakter irgendwie. Weißt du? Ja, also alles halt von zu Hause ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Ja. Nee, wirklich. Ja. Ja, also. Weißt du, da ist tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll. Erinnerst du dich? Ich habe doch diesen Schauspielkurs gemacht. Ja, nein, genau. Ja, der hat viel gekostet. Okay. Hör zu. Einen Tag lang haben wir uns dann nur mit Energien beschäftigt. Nein, Papa. Nein, ich bin keine Esoterikerin. Nein, okay, ich bin auch noch immer deine Tochter. Analytisch praktisch gut, ne? Aber wir haben uns halt einen Tag lang komplett mit Energien beschäftigt. Und da haben wir so ein Experiment gemacht. Einer geht raus und die anderen besprechen sich, wo sie denjenigen im Raum hinsenden mit ihrer Energie. Nee, okay, pass auf. Ich wollte das unbedingt machen. Weil ich meine, die Energie kann ja mal zeigen, was sie drauf hat, ne? Also, ich war skeptisch. Ich ging also raus und dann kam ich wieder rein. Und dann. Nee, genau, das ist. Das, pass auf, hör zu, okay. Das ist nämlich das Ding. Die dürfen nichts zeigen und die dürfen auch keine Miene verziehen oder so. Das war wirklich komplett. Also, die haben mich alle angestarrt, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, so, was die von mir wollen, weil keiner hat irgendwas gesagt oder so. Also war ich erstmal verwirrt und dann habe ich dieses Ding gemacht, was wir dann im Kurs auch immer gemacht haben, weißt du? Dieses, also du stehst und dann lässt du dich so fallen, na, Papa, ja, das ist schlecht für die Knie, ja, das weiß ich auch. Ich mache das auch nicht oft, aber pass auf, du lässt dich so fallen, okay? Also so ein bisschen Kopf ausschalten, würde ich sagen. Also du lässt dich so in deinen Körper fallen irgendwie. Nee, das hat wirklich funktioniert, weil sobald ich das gemacht hatte, war so, boom, ich bin richtig nach hinten gestolpert, wirklich, als hätte mich irgendwann geschubst, wirklich. Und dann bin ich irgendwie immer weiter nach hinten gestolpert. Und das war total einfach, weil, also es gab auch gar keine andere Möglichkeit. Und dann stand ich da plötzlich in der Ecke hinten. Und dann stand ich da und es kam irgendwie kein anderes Signal. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, hier bin ich richtig. Nee, überhaupt keine Reaktion. Leider gar nichts. Keine Miene wurde verzogen, es wurde nichts gesagt. Die haben mich immer noch alle angestarrt. Und ich dachte mir, na toll. So, jetzt habe ich es erstmal schön gesagt und das war natürlich falsch. Ja, genau, Energie, pff, ja. Aber dann wollte ich da also aus dieser Ecke wieder raus, weil das war ja offensichtlich falsch. Ich habe es ja gesagt und niemand hat irgendwie reagiert. Und ich wollte da raus. Und dann ging das aber irgendwie nicht. Also es hat sich total komisch angefühlt. Dann dachte ich mir, hä? Also ich kann nicht weg und irgendwie sagt aber auch niemand was, so, was ist hier los? Und dann habe ich mich einfach hingekniet. Und oh mein Gott, dieser komplette Raum ist explodiert. Die haben alle so angefangen zu lachen und oh mein Gott, und wie hast du das gemacht und so. Nee, genau, das war nämlich richtig. Echt, wirklich. Und ich hatte keine Ahnung. Und ich weiß es auch jetzt nicht. Also, wie ist das passiert? Also, ich weiß es wirklich nicht, weil, also ich meine, das ist halt so, das ist halt Energie. Weißt du? Und das ist halt auch das, was. Das fehlt dann irgendwie. Also dieses. Dieser Kontakt, diese Energie, irgendwie das so, das Zusammensein, dieses Miteinander. Ja, das fehlt irgendwie. Das ist halt nicht dasselbe.